Little Monsters, ein australischer Film, der für mich eine Kombination aus drei Filmen darstellt, die überhaupt nicht zueinander passen. Wir haben ein wenig School of Rock, wir haben ein wenig Das Leben ist schön und ein wenig von jeden x-beliebigen Zombie-Film, den man ranziehen will. Das Ganze beginnt eigentlich wie eine romantische Komödie. Wir haben einen Loser namens Dave in der Hauptrolle. Der hat zu Beginn gleich seine Beziehung gegen die Wand gefahren, weil er sich nicht festlegen wollte und lieber den Träumen einer eigenen Band nachhängen wollte. Und deswegen landet er auf dem Sofa seiner Schwester. Dort muss er dann für die Unterkunft aber auch ein bisschen mithelfen, bringt deswegen deren Sohn zur Schule und lernt dort dessen Lehrerin Miss Caroline kennen. Das ist die engelsgleiche Lupita Nyong'o, die jetzt gerade aus Wir noch relativ präsent ist. Und um ihr nahe zu kommen, erklärt sich Dave bereit, einen Ausflug in einen Ferienpark mit zu begleiten. Das Problem ist, dieser Park liegt neben einem Stützpunkt, aus dem Zombies ausbrechen, also einem Armeestützpunkt. Und schon bald wird dieser Freizeitpark von Zombies überlaufen. Und die Lehrerin sowie der Loser sind fortan sehr bemüht, die Kinder aus ihrer Gruppe irgendwie am Leben zu halten und alles, was davor geht, denen als Spiel zu verkaufen. Das ist dieses Das-Leben-ist-schön-Element. Und leider gibt es bei solchen Filmen, das heißt blutige Komödien, oftmals ein Problem, das auch auf diesen hier total zutrifft, nämlich die Ausbalancierung funktioniert nicht so richtig. Das heißt, manchmal sind diese Filme zu albern, um spannend zu sein, aber auch zu brutal, um lustig zu sein. Und dieser hier findet einfach aus vielen Gründen nicht den richtigen Weg zwischen all den Genres und Filmideen, die er da miteinander vereint. Das fängt für mich bei der Hauptfigur an. Dieser Dave ist keine sympathische Person, wo man sagt, ein lustiger Loser oder so ein töffeliger Typ. Nein, es ist einfach nur ein blödes Arschloch. Das wird zwar durch einen der besten Gags des Films untermauert. Ich sag so viel, es hat mit einem Foto zu tun. Aber das hier ist kein mögenswerter Typ. Und vor allem, der ist laut, der brüllt viel rum, der ist chaotisch. Der ist also nicht die sympathische Art von Figuren, die man in der Hauptrolle haben möchte. Des Weiteren habe ich das Problem, dass es relativ schnell dazu kommt, das ist jetzt nicht so der Mega-Spoiler, in diesem Park brechen die Zombies aus, die Kinder werden an einen relativ sicheren Ort fokussiert und danach verlässt der Film diesen Ort gar nicht mehr so groß. Es gibt dann zum Beispiel eine Stelle, wo eine Figur den sicheren Bereich verlassen muss, um etwas von draußen zu holen. Erweist sich dabei aber als so widerstandsfähig, als hätte man hier eine Marvel-Heldin reinkopiert. Und ich merke an der Stelle, es wird nicht wirklich spannend, wenn diese Figuren sich so bewegen können und so verhalten können, kann ihnen nichts und niemand etwas anhaben. Und der Film verbringt halt wirklich in diesem gesicherten Umfeld fast die ganze Zeit. Albert hat da so ein paar Auszüge aus romantischen Komödiendrehbüchern drin, insbesondere wenn es da ums Anbaggern oder sonstiges geht. Dazwischen aber einige blutige Splatter-Einlagen, die wirklich ihresgleichen suchen, will ich nicht sagen, aber die es richtig in sich haben. Aber irgendwie, wie gesagt, ich kriege das Ganze nicht unter dem Oberbegriff eines stimmigen Films hin, der spannend, lustig und vielleicht sogar ein bisschen romantisch ist, sondern es sind immer Versatzstücke von einzelnen Dingern, die aber unterm Strich kein homogenes Ganzes ergeben, was eben insbesondere schade ist, weil Lupita Nyong'o das wirklich engelsgleich macht und ich glaube, in der Frau haben wir, ich meine, das wurde mit Wir schon bestätigt, aber mit der Frau haben wir hier wirklich einen potenziellen künftigen Superstar. Ansonsten kann man über diesen Film sagen, käme der auf Netflix raus, würde ich sagen, wäre es eine nette Empfehlung der Woche. Für einen Kinofilm ist das, weiß Gott, kein taugliches Material. Wenn es später mal im Heimkino zu haben ist, kann man es, denke ich mal, versuchen. Ich merkte ja auch im Kino, dass da durchaus gelacht wurde und ich gebe auch zu, dass ich mich nicht gelangweilt habe. Ich finde es halt nur schade, dass das Gesamtkonzept zwar eine schöne Grundidee anliefert, aber dann zu nichts Ganzem ausformt. Der Nachteil dabei ist aber, der Film lohnt sich aus einer gewissen Sicht doch, denn es gibt wenige Gags, die aber wie die Faust aufs Auge passen und sei es nur zum Ende hin ein zynischer Kommentar eines Soldaten. Deswegen, ich bin nicht wirklich angetan von dem Titel. Mir fehlt halt die mangelnde Balance zwischen den einzelnen Parts. Erkenne aber manchen gelungenen Gag und manchen gelungenen Moment an. Gebe ihm trotzdem unterm Strich 2.
von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr Lust auf so eine Art von Film? Und wie muss so ein Film, der versucht, die Genres zu vermischen, für euch sein? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.